Herzlich willkommen in der Volkshochschule Alsergrund. Ich freue mich, heute gemeinsam mit Dr. Robert Streibel, Direktor der Volkshochschule Hietzing, die Ausstellung zu Karin Michaelis und den Bibi-Büchern eröffnen zu dürfen. Robert Streibel wird lesen und ein paar Worte zur Ausstellung sagen. Danke. Karin Michaelis hat die Bibi-Bücher 1928 geschrieben, ein Mädchen, das sehr unkonventionell war, durch Europa gereist ist, mit der Schule nicht so auf Du und Du war, aber das waren natürlich alles Dinge, die für die damaligen Mädchen etwas Besonderes und Exotisches war und es eigentlich auch bis heute noch immer ist. Karin Michaelis war eng befreundet mit der Eugenie Schwarzwald, die eine sehr reformpädagogische Schule in Wien geleitet hat. Die Mädchen, die die Bibi-Bücher damals gelesen haben, haben alle geglaubt, die Bibi gibt es wirklich und haben an die Bibi Briefe geschrieben. Und diese Briefe sind im dänischen Nationalarchiv erhalten geblieben und wir haben für diese Ausstellung, also die Angela Huemer, eine Germanistin, zusammengestellt hat, die versucht, die Personen, die die Bibi-Briefe geschrieben haben, zu rekonstruieren, ausfindig zu machen und die Briefe und die Geschichten zu den Personen, die Briefe geschrieben haben, sind hier in der Ausstellung dokumentiert. So.